So, liebe Ofenfreunde, nachdem wir schon mal über die aktuelle Situation im Ofenmarkt gesprochen haben, und ich sag mal so, die Anfragen, insgesamt, also in der gesamten Familie sozusagen, nicht so sind, wie sie eigentlich sein müssten. Ich sage das jetzt so deutlich. Nicht wegen uns. Uns interessiert das nicht. Wir haben genügend Aufträge. Also die Familie hat genügend Aufträge. Das Thema, sondern alle Leute, ich sage es jetzt ganz direkt, ich muss das so formulieren, weil offensichtlich wird es nicht gehört oder die Reichweite ist vielleicht nicht groß genug, weiß der Kuckuck, aber nochmal ganz eindeutig, Entschuldigung, eindeutig. Ihr müsst euch jetzt um einen Ofen kümmern. Wenn ihr überhaupt noch, wir reden nicht mal von diesem Jahr, überhaupt noch die Chance haben wollt, einen Ofen zu haben. Das ist der bittere Ernst. Das ist kein Spaß, das ist nicht irgendwie übertrieben, sondern bei Lieferzeiten jenseits von 6 Monaten, und das ist bei vielen Herstellern und Produkten weit jenseits, es ist absehbar, was passiert. Ihr braucht nur mal ein bisschen euren Kopf anstrengen und nicht einfach nur, Entschuldigung, meine Deutlichkeit, so einen Tag hineinzuleben. Ihr braucht doch nur mal 1 plus 1 zusammenzurechnen. Was passiert denn, wenn ich viele, viele Aufträge habe, habe aber keine Ware und kriege die nicht raus? Ich spreche es nicht aus, aber das kann sich jeder ausmalen. So, was passiert denn, wenn am Ende der Kunde vor Ort den Ofen zwar möchte, aber gar keine Kapazitäten da sind, ihn aufzubauen? Auch das, 1 plus 1 ist 2. Das ist eine ganz einfache Kiste. Und wir haben mittlerweile eine Situation, in der im Markt A offen betrogen wird. Das sage ich so, wie es ist. Das liegt am marktwirtschaftlichen Zwängen, nenne ich es mal. Das ist kein Betrug im Sinne von, dass jemand das Böse meint, aber ihr erlebt und habt es vielleicht hier und da erfahren, bestellt irgendwo was im Online-Markt und da steht eine Lieferzeit von wenigen Tagen und am Ende stellt sich raus, es sind doch ein paar Wochen oder Monate. Das ist eine Art von Betrug, was aber kein wirklicher Betrug ist. Der Händler ist dazu gezwungen, weil er weiß auch nicht, wie er mit dieser Situation umgehen soll. Und deswegen sage ich es euch ganz deutlich. Die meisten Marktteilnehmer, Hersteller, Lieferanten, bestätigen aktuell gerade noch einen Preis, aber keine Lieferzeit. Schon lange nicht mehr. Und auch die Preise sind mittlerweile nicht mehr gesichert. Ja, weil abgerechnet wird meistens mittlerweile, wenn die Ware versandt wird, nicht wenn ich es bestellt habe. Und dazwischen können Preiserhöhungen liegen. Das heißt, ich habe grundsätzlich als Händler das Problem oder als Monteur das Problem, dass ich nicht wirklich weiß, wann kommt die Ware. Das weiß ich eigentlich gar nicht mehr, auch wenn ich dort anrufe. Beim Hersteller XY sagt er mir, ich weiß es auch nicht. Und das ist die Realität. Wenn euch das ein Händler am Telefon sagt, dann ist das auch so. Weil er hat kein Interesse daran, euch oder sich selbst Steine in den Weg zu legen. Es ist tatsächlich so. Und mittlerweile ist es eben auch noch zusätzlich so erschwerend für uns, dass auch Preise selten, beziehungsweise immer seltener, so, es ist schon noch so, aber immer seltener ist es der Fall, dass wir Preise bestätigen, weil die keiner mehr kennt. Und das ist eine Marktsituation, in der beispielsweise auch Dinge passieren umgekehrter Natur. Auf einmal ist doch Ware da und dann wird die rausgeflaggt und dann man hat eine horrende fünfstellige Summe zusätzlich im Monat an der Backe, ist aber froh, die Ware zu haben. Und für alle Kunden, die jetzt schon Kunde bei irgendjemandem sind, nochmal eindeutig, wenn ihr aus der Schlange rausgeht, dann stellt ihr euch die Schlange neu an. Habt ihr also irgendwo einen Auftrag platziert? Dann wartet, wenn ihr den Ofen weiter wollt, wenn ihr euch komplett gegen den Ofen entscheidet, was ich aus meiner Perspektive und Erfahrung im Moment natürlich eher nicht empfehle, aber kann ja sein, aus irgendwelchen Gründen. Dann bitte bleibt dabei oder entscheidet euch aktiv gegen den Ofen. Aber wenn ihr dem Händler nicht traut, weil er dann eben schon zum dritten, vierten, fünften Mal gesagt hat, es gibt eine Lieferverzögerung, die ist da, das ist real. Es ist nicht so, dass der sich das ausdenkt. Sondern es ist so, und am Ende des Tages stellt ihr euch eine Schlange an, die nur länger geworden ist und wartet wieder von neuem, von null an. Also bitte lasst das, denkt bitte daran, in was für Zeiten wir hier leben, was hinter uns liegt. Die 2 Jahre Corona oder 2,5 Jahre Corona haben schon ordentlich wehgetan und der Ukraine-Krieg tut richtig weh. Die Wirkkombination, wie immer das auch politisch
und für sich auch so einschätzt. Das ist erstmal jedem seine Sache. Aber das werde ich hier auch nicht äußern, wie ich dazu stehe. Aber grundsätzlich ist die Situation da. Und dann muss man bitte damit umgehen. Und ich mache euch mal ein Gedankenkonstrukt oder baue euch eine kleine Brücke. Ihr schließt sonst welche Versicherungen ab für die Zukunft? Unfall, Rente, weiß der Kuckuck was. Ja? Für ein zukünftiges Szenario. Ja, dann handelt jetzt bitte auch so was im Thema Ofen oder andere Produkte. Handelt jetzt. Weil jetzt könnt ihr noch handeln. Ich verspreche euch, und das sage ich hier und das wird auch so stehen bleiben, es wird nicht mehr lange so gehen. Und das ist absehbar, weil diese Faden wird nicht enden. Deswegen handeln. Ofen, wenn einer will, jetzt, nicht irgendwann, jetzt. Sonst seid ihr wirklich zu spät dran. In dem Sinne wünsche ich gutes Gelingen. Viel Glück bei der Auswahl des Ofens. Immer auf die Lieferzeiten achten. Und vor allen Dingen, wenn ihr noch keinen Ofen habt, seht irgendwelche kurzen Lieferzeiten, erkundigt euch, ob das wirklich so ist. Sonst steht er dann geprellt da. In dem Sinne, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Gebt Gas. Bis dann.